Ich bin nur für mein FSJ nach Hamburg gezogen, weil ich Hamburg so gerne mag. Wir haben psychisch Erkrankte vor allem. 18 sind wir, glaube ich. Dann der Gruppenleiter und ich. Natürlich sind das Leute wie du und ich. Es gibt ja verschiedene Ursachen für psychische Erkrankungen. Mein Bruder ist Autist und bin halt mit aufgewachsen. Wir haben Leute, die haben eine Lehre gemacht am Anfang, was Handwerkliches. Oder die haben auch teilweise studiert. Ja, alles Mögliche. Bei der Bahn haben welche gearbeitet. Querbeet. Hier wird eben auf die Bedürfnisse der Einzelnen Rücksicht genommen. Also viele sind Psychotiker hier und haben eben manchmal Schlafstörungen oder auch, wenn sie Tabletten nicht richtig nehmen, Wahrnehmungsstörungen. Vor allem leite ich an und manchmal arbeite ich auch mit oder mache Sachen, die jetzt vielleicht nicht unbedingt einer machen kann. Es ist auch schön, dass es so eine Arbeit für, sagen wir mal, kranke Menschen hier gibt, wo das nicht so unter Stress ist, man ist nicht belastbar. Und dann hast du einen anderen Lebensstil, dass man wenigstens im Leben was machen kann, ne? Nicht immer alles negativ denkt und so. Für mich ist das halt einfach eine Krankheit, so wie wenn jetzt einer einen gebrochenen Arm hat. Also so wie wenn ich jetzt mit meinen Freunden bin ich auch zu den Leuten.